Matthias Launschläger. Die MLP Academics freuen sich auf die dritte Saison in der Bundesliga. Alles wächst, die Euphorie ist riesig. Wie viel Spaß macht es denn als Geschäftsführer dieser ganzen Geschichte hier, als derjenige, der das Ganze auf die Schienen gestellt hat? Also es hat schon immer großen Spaß gemacht, auch wenn viele Leute das sich kaum vorstellen konnten, als wir noch in der zweiten Bundesliga waren und vor 600, 700 Zuschauern gespielt haben. Es war schon immer meine Leidenschaft und wenn dann natürlich ein solches Interesse an dem Produkt oder an dem Club entsteht, für den man jahrelang brennt und auch viel geopfert hat, dann erfüllt einen das mit Stolz, aber auch vor allem mit großer Freude. Unsere Aufgabe wird sein, das jetzt eben nachhaltig auch an der Oberfläche zu halten und in den Köpfen der Menschen zu verankern. Der Vorverkauf läuft super. Dauerkarten, kannst du uns schon ein bisschen was sagen? Die Tausender-Marke ist schon gerissen. Ja, die Tausender-Marke ist gerissen. Für uns natürlich absoluter Rekord. Der Spielplan ist ja noch nicht final raus. Wir erwarten uns da schon nochmal einen Schub, sobald dann die Termine stehen und dann alle mal mit ihrem Kalender abgleichen. Lohnt sich die Dauerkarte? Und ich glaube, dadurch, dass wir auch das allererste Spiel gleich gegen Alba Berlin haben, könnte es sich lohnen, sich gleich die besten Plätze da zu sichern und sich eine Dauerkarte zu holen. Jetzt habe ich es gesagt, ihr geht ins dritte Jahr. Das erste Jahr war ein Abenteuer. Im zweiten wusste man nicht so genau, wie schwer es wird, das Ganze zu bestätigen. Wenn du mal so ein bisschen überlegst, wie die Gespräche laufen mit den Sponsoren, ja, Paul Zipser verpflichten können, auch mit den Spielern und den Beratern, sind die Academics denn tatsächlich jetzt vor dem dritten Jahr ein etablierter, anerkannter Bundesligist? Ich glaube, es gab in den letzten beiden Jahren viele Neuerungen. Das eine war der Trainerwechsel, das allererste war das erste Jahr der Zugehörigkeit in der BBL. Das war natürlich viel Neuland für uns. Das zweite Jahr war dahingehend weniger Neuland, dafür aber mit einem neuen Trainer reinzugehen. Jetzt dieses Jahr fühlt sich alles schon wesentlich eingespielter an, sowohl mit dem neuen Coaching-Team, aber auch die ganze Kommunikation mit der BBL. Wir sind im Büro her mittlerweile deutlich größer aufgestellt. Eva hat ja heute hier auch die Pressekonferenz geleitet, ist immer sehr froh, dass wir sie dabei haben. Ich glaube schon, dass wir dabei sind, uns zu etablieren und dass das doch auch schneller geht, als es viele für möglich gehalten haben. Gut, vielen Dank.